Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ich weiß nicht, der Mann, der singt. Der Mann, der singt und der tanzt, es ist nicht zu glauben. Ja. Aber es war auch nur eine kleine Einleitung zu Dit war Dit. Ja, gut, schon wieder ist eine Zipwoche rum. Die Zeit lässt sich eben einfach nicht aufhalten. Das müssen wir auch feststellen, wenn wir noch mal zurückblicken auf die vergangene Woche. Dit war Dit. Kinder, wie die Zeit vergeht. So schnell verfliegt ein Jahr und schon ist wieder Weihnachten. Und das ist aber auch gut so. Ja, die Zeit ist ein scheues Känguru, eine tanzende Schneeflocke in der Sonne. You're my private dancer. Für die Weihnachtsgänse in Brandenburg hat in diesem Jahr auch schon etwas früher das letzte Stündlein geschlagen. Wegen der Vogelgrippe. Gab's da nur noch eins. Kopf ab. Auch für die Drogendealer im Görli brechen jetzt harte Zeiten an, dank Henkels neuer Taskforce. Mission erfüllt. Naja, Zeit wurde es ja auch. Jetzt tut sich hier was. In Sachen Olympia-Bewerbung wird ebenfalls nochmal verstärkt mobil gemacht. Wir brauchen hier wirklich eine Bürgerbewegung. Viel Zeit ist ja auch nicht mehr bis zur Entscheidung im Frühjahr. Dass überhaupt sich noch was bewegt hier, nicht da, ist man schon zufrieden. Und pünktlich zum Weihnachtsgeschäft hat der größte Einkaufstempel Berlins jetzt auch noch Probleme mit den Bausachverständigen. Ja, hat er. Da soll man sich angeblich vorher nicht genug Zeit für den Brandschutz genommen haben. Gibt's in Berlin kaum noch. Ach ja, sowas Ähnliches kennen wir ja schon. Also im Prinzip dasselbe, aber komplett wieder was anderes. Bei unserer ewigen Zeitbombe BER haben wir ja auch schon wieder lange genug in der Luft gehangen. Seit 1946. Bevor sich in dieser Woche endlich mal wieder eine neue Terminverschiebung angekündigt hat. Das ist eine sehr lustige Komödie. Und das alles trotz des tollen neuen Sprintprogramms von Herrn Medorn. Und dem haben wir geglaubt. Mindestens bis 2018 soll da also jetzt noch der Hund begraben sein. Nur wissen wir nicht, wie viele Weihnachtsfeste wir wirklich noch erleben werden. Ich glaube um die 11.000, 12.000. Bis endgültig keiner mehr an die BER-Eröffnung glaubt. Das ist eine schwierige Frage. Ist aber wahrscheinlich einfach nur eine Frage der Zeit.